Elements komplett im Fahrstuhl. Hallo, hier ist der Richard von Hacker Audio. Wir sind heute unterwegs in Saarbrücken. Eine Band von unserer Region, die Jungs von Fortissimo, haben uns gefragt, ob wir sie helfen können heute. Sie haben ein Element-System, die normalerweise benutzen, aber heute spielen sie in einer größeren Räumlichkeit als normal und die brauchen ihr System ein bisschen Ausbau. Wir sind hier dazu zu helfen. Also komm, wir gehen gucken, was passiert. Ja, okay. Hallo, hier ist der Richard vom Hacker Audio. Wir sind jetzt im Raum beim Soundcheck mit Fortissimo und hier ist der Florian, der Tontechniker für die Band. Florian, sag uns ein bisschen über die Element System, den die Band benutzt. Ja, das System der Band sind eigentlich zwei E435er und zwei Elementsbässe, die 110 Sub AS. Die haben wir jetzt hier auch mit verbaut, haben noch ein bisschen Equipment mit dazugeliehen, nämlich die E835 und die Sub AS, also die E210 Sub AS. Und das Schöne daran ist einfach, dass es skalierbar ist. Bei kleineren Gigs können sie halt ihr Set so mitnehmen. Wenn sie einen größeren Gig haben, dann leihen sie noch was dazu und können das einfach aufstocken. Das ist schön, dass hier heute wird so ein Ding mit, ich denke, 300 Leute. Da braucht man schon ein bisschen größeres Besteck. Genau, weil normalerweise spielen sie für ein paar wenige Leute, sollen wir sagen, und jetzt haben sie nur ein paar mehrere Bässe geholt und sowas, genau, das System genau auszubauen. Ne? Genau, genau so haben sie es gemacht. Normalerweise spielen die, ich sag mal, bis 150 Leute, aber zwei oder drei Konzerte haben sie im Jahr, die sie halt in der Größenordnung spielen und dann stocken sie auf und das ist mit Elements halt super zu machen. Und wenn sie spielen, also beim Showtime, wenn die Crowd schon drin sind, die sind alle ein bisschen schicker. Ist das praktisch, dass Elements so ein elegantes System ist? Passt das denn beim Look? Ja, schau's dir an, das ist halt toll. Wir haben zwei ganz, ganz schmale Säulen links und rechts. Und das ist ja schon so ein bisschen, ich sag jetzt, feinere Musik. Das ist ja viel Klassik und Classic meets Pop. Und da sieht das einfach schön aus. Die Leute, die hier heute in die Räumlichkeit kommen, die werden auch alle ein bisschen schicker angezogen sein. Und dann haben wir hier nicht so das Rock'n'Roll-Feeling. Das braucht man bei denen auch nicht. Ja. Es klingt echt geil, aber es sieht ganz klein aus. Warum passiert das? Ja, das ist, erstens sieht es nur so klein aus, weil wir die Bässe schön vor der Bühne verteilt haben. Die sieht man von hier gar nicht. Wir haben vier Bässe, die liegen vor der Bühne auf Zahnlücke und was akustisch einen viel gerichteteren Bass produziert. Und dann, ich meine, die Elementsäulen sind wie breit? 10 cm. Die fallen halt im Gesamtbild, gerade wenn die schwarzen Vorhänge da hängen, fallen die halt gar nicht mehr auf.
Viele Leute sagen, sie brauchen 18er besser, gute Bass zu haben für Konzerte, die so groß sind. Aber ich habe dir Ruhe gehört, du hast gesagt, nee, das brauchst du nicht. Warum? Ich war eben echt nochmal erstaunt. Der Bassist spielt sehr viel auch im Low-End-Bereich. Also ich habe auf dem Pult gesehen, deutliche Signale dann noch bei so 40 Hertz rum. Und auch die kamen eben schon gut. Aber was hier besonders gut ist, durch die Doppelzehner, die echt schnell reagieren, sind auch diese Tempowechsel und die wirklich ganz schnellen Bassläufe des Bassisten, die kommen so präzise rüber, das ist einfach schön. Super, Florian, vielen Dank. Gerne. Wir lassen dich jetzt ein bisschen Zeit vor der Show und wir kommen zurück später. Danke. Also ich bin jetzt hier mit Kolja von Fortissimo. Es ist eine halbe Stunde vor deinem Auftritt. Und ja, sag mir, wie du jetzt fühlst. Was denkst du, was machst du in die nächste halbe Stunde, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, wir versuchen jetzt natürlich schon noch ein bisschen runterzukommen einfach. Mal ein bisschen nochmal sacken lassen alles. Wir hatten gerade eben einen langen Soundcheck gehabt, weil wir ja auch Gäste mit dabei haben. Und so machen wir es eigentlich immer, dass wir einfach auch mal noch ein bisschen für uns sind. Wir freuen uns aber tierisch aufs Konzert. Ich glaube, das wird eine richtig tolle Nummer heute. Ja. Ist dann größeres Konzert als normal für euch, oder? Genau, es ist ein bisschen was anderes. Fortissimo and Friends nennt sich das Ganze. Also nicht nur wir stehen auf der Bühne, sondern wir haben auch noch Bekannte von uns, Freunde unserer Musik und von uns selbst mit dabei. Und da freuen wir uns halt ganz besonders drauf, dass wir da heute ein ganz besonderes Konzert spielen. Cool. Und deswegen habt ihr ein größeres Beschallungssystem gebraucht, oder? Normalerweise benutzt ihr ein Element System von Hacker Audio, von uns. Aber heute haben wir euch ein bisschen mehr Gear ausgeliehen, oder? Ganz genau so ist es, ja. Wir nutzen das Smart Bass System von HK Audio und für so einen Saal, wie die Abilitage es ja natürlich ist, ein etwas größerer Saal, da reicht das nicht ganz aus. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit euch da einen tollen Partner gefunden haben, der uns da auch ein schönes System hinstellt. Ja. Warum benutzt ihr Elements normalerweise? Warum passt das so gut für euch? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist ein super leicht aufbaubares System. Es hat einen brillanten Sound. Es ist wirklich halt auch einfach schnell aufgebaut. Wir fahren halt irgendwo zu unseren Auftritten und haben das halt innerhalb kürzester Zeit aufgebaut. Und es ist halt modular erweiterbar. Das heißt, wir können immer flexibel damit handhaben. Und das ist genau das, was wir gesucht haben. Ja. Ich habe auch gemerkt, dass der Sound im Saal ist echt gut vorne, wenn du vorne stellst und auch wenn du hinten bist. Ja, ganz genau. Also das ist dieses Line-Array-Prinzip, ja, was da irgendwo mit drin steckt, das merkt man halt extrem. Also das heißt, man hat wirklich auch hinten in den Bereichen eigentlich noch genau den Sound, den man auch gerne vorne hat. Ja? Mhm. Und das ist halt eben das, was dieses System so ausmacht und was wir halt total genial finden, weil wir halt ganz oft in ganz vielen verschiedenen Locations spielen und somit halt eigentlich überall einen super guten Sound hinkriegen. Mhm. Ich habe auch gemerkt, ihr seid echt schick auf die Bühne und ich denke dann, dieses Element-System, das ist schwarz, das ist nicht so groß, man merkt das nicht, ziemlich elegant, das ist auch ziemlich passend für euch, oder? Absolut, ja, weil ich kann ja mal sagen, wir haben damals mit einem System gespielt, nicht von HK Audio, aber es war so groß und so schwer und wir haben uns da wirklich kaputt gehoben, ja, und irgendwie gesagt, wir brauchen einfach was schlank ist, was man nicht wirklich auffällt, was aber auch gleichzeitig leicht zu transportieren ist, und da ist es halt die beste Lösung mit so einem HK-Audio-System. Klasse. Na, dann vielen Dank, Kolja, für das Interview. Wo können die Fans gehen, wenn sie über Fortissimo hören wollen? Am besten auf unserer Homepage www.fortissimo-band.de, schreibt sich allerdings mit OU, das Fortissimo, also nicht so, wie man es gewöhnt ist. Oder bei Facebook sind wir auch vertreten, Fortissimo Classic Meets Pop Rock, da gibt es alle Informationen. Super, danke schön und viel Glück später. Vielen Dank. Jo, tschüss. Ciao.